meine Damen und Herren, hier sind die Abenteuer für diese Woche. Wir sehen hier ein transverses abdominelles CT von einem Patienten. Und was auffällig ist, ist, hier ist die Leber und Gallenblase, sieht eigentlich okay aus. Und hier im Magen-Darm-Trakt ein bisschen Flüssigkeitsspiegel, Gas und so weiter würde man erwarten. Dann ist dieses Gebilde und das ist nicht Niere, so können wir perinephritischen Abszess wahrscheinlich schon auskratzen. Aber was auch immer da drin ist, ist sehr stark kalzifiziert. Und das, also das ist eine große kalzifizierte Läsion, sitzt in der Milz. Ich weiß auch nicht, was das ist. Aber Cytomegalovirus ist es bestimmt nicht. Akute lymphoblastische Leukämie, ich wüsste nicht, dass das zu Verkalkung führt. Hepatitis C Virus auch nicht. Perinephritisches Abszess haben wir schon ausgestrichen und das lässt nur die Brucellose. Und die Brucellose ist eine bakterielle Erkrankung von Tieren übertragen, führt zu Granulombildung, ein chronisches Krankheitsbild und die Granulomen können in der Tat kalzifizieren. So, das ist das Einzige, was passt. So muss es, müssen wir damit halt leben. Und hier ist die Brucellose. Wurde häufig in Malta beschrieben, wird auch Malta-Fieber genannt oder undulierendes Fieber, wurde beschrieben von einem englischen Militärarzt, David Bruce, und der hatte da irgendeinen armen Soldaten seziert in 1887 und hat diese Granulome gefunden und darum wird das nach ihm genannt. Dies sind gramnegative, langsam wachsende Bakterien und so sehen sie dann in einem Kultur dann so aus. Wird übertragen meistens von Rindern und ähnlichen. Gibt auch eine Hundebrucellose. Also ist es alles, die Tiermediziner sollten das kennen. Erste Thema in New England Journal ist die akute myologische Leukämie. Unser Ex-Außenminister ist ja davon vor kurzem gestorben. Leukämien sind erst von Rudolf Virchow beschrieben und dann so um die Jahrhundertwende, 19. Jahrhundert auf 20. hat Herr Nägeli die myologische Leukämie von der lymphatischen Leukämie trennen können anhand der Morphologie der Zellen und der konnte diese Morphologie bearbeiten, weil Paul Ehrlich Farbstoffe entwickelt hat, sodass man diese Zellen färben konnte. Und was wir hier sehen, ist, hier sind große Anzahl von komisch aussehenden Leukozyten. Die haben diese richtig großen Kerne mit multiplen Nukleoli. Und das ist typisch für eine myologische Reihe von Zellen. Und die Altersverteilung bei dieser Krankheit kann in der Kindheit auftreten, aber das wäre sehr selten. Und eigentlich ältere Erwachsene mit einer Spitze, so um 80 Jahre, also dies ist eine akute Leukämie bei älteren Menschen, sind unterschiedliche Untergruppen von dieser Leukämie. Und was schon der Fall ist, ist, die Hämatologen haben sich große Mühe gemacht, um diese myologischen Leukämien zu besser zu charakterisieren. Und es gibt auch ein B-Klassifizierung, die beruht auf morphologischen Kennzeichen, die man hier sehen kann, wie diese Zellen aussehen und auch, ob Auerstäbchen vorhanden sind oder nicht. Dann gibt es Zytogenetik, weil häufig Abbrüche, Deletionen, Rekombinationen, Ähnliches vorkommen kann und das Philadelphia-Chromosom kann bei akuter myologischer Leukämie auch vorkommen. Und dann gibt es Oberflächenmarker, die Hämatopathologen benutzen, um in dem Versuch, dieses Krankheitsbild zu klassifizieren. Und die Prognose ist ziemlich schlecht. Und was verabreicht wird, ist meistens Cytarabin und Anthracycline, Donorubicin und Ähnliches. Und Knochenmarkstransplantation wird durchgeführt und dann sind unterschiedliche Rückfalltherapien, die hier angewendet, Retinol, 6-Mercaptopurin und so weiter. Aber das Krankheitsbild ist ziemlich übel
und die Therapie ist nicht befriedigend. Jetzt, wenn wir uns das so ankommen, wo kommt dieses Krankheitsbild her? Und es kommt natürlich aus irgendwelchen Vorläuferzellen und da sind unterschiedliche Abläufe. Eine Gruppe von akuten myologischen Leukämien kommen aus Patienten, die Myelodysplastisches-Syndrom haben, dass das dann weiter entartet zu einer akuten myologischen Leukämie. Und dann sind unterschiedliche molekulargenetische Abläufe schon beschrieben worden, wie dieses Krankheitsbild sich dann entwickelt. Und das führt uns dann zu die Idee, dass bestimmte Schlüsselmutationen stattfinden können, sogenannte Treibermutationen, die dann andere Mutationen mit sich ziehen, so Mitläufermutationen, aber dass bestimmte Treibermutationen dieses Krankheitsbild vorantreiben kann. So, was in dieser Studie gemacht worden ist, und dies ist ziemlich aufwendig, und Sie werden dies auch nicht lesen, aber durch viele europäische Konsortien hat man 1540 Patienten mit akuter myologischer Leukämie, hat bei denen 111 Gene durchsequenziert in einem Massenverfahren. Gene, wo man den Verdacht hat, dass sie Treibermutationen verursachen können. Und dann hat man versucht, mit einer komplizierten Statistik, die ich auch nicht verstehe, Modelle darzustellen, wie diese Krankheit zustande kommt, in der Hoffnung, dass man dadurch verbesserte Therapien erfinden könnte. Und hier sehen wir eine ganze Reihe von Genen. Sie werden das, erstens können Sie nicht sehen und zweitens, keiner von uns wird auswendig lernen können, was diese Gene sind. Ich kenne ein paar von denen, aber mehr als das können wir auch nicht schaffen. Aber hier sehen wir die Häufigkeit, wo Treibermutationen in diesen Genen aufgetreten worden sind. Und so, also die Kohorte, 1540 Patienten, das ist eine massive Sache hier. Diese Gene wurden alle durchsequenziert und dann wurde auch Zytogenetik gemacht, um Veränderungen im Chromatin festzustellen. Das wurde gleichzeitig gemacht und dann, ob da ein Verhältnis ist in Translokationen und diesen mutmaßlichen Treibergen. Und wir kennen schon manche von diesen CCATT-Element bindendes Protein, das ist dieses, das kennen wir. MYC ist hier auch irgendwo vertreten, RUNX1 und dann eine ganze Reihe von zytogenetischen Veränderungen. GATA2 ist ein Transkriptionsfaktor. Ich kann auch nicht diese Dinge alle auswendig lernen, was sie machen, und das ist auch nicht der Zweck von dieser Geschichte. Das kann ja irgendein Computerprogramm auswendig lernen. Na, dann benutzt man eine Statistik, dies zu machen, und diese Statistik ist nicht, was wir in der Schule gelernt haben. Dies ist eine sogenannte Statistik nach einem englischen Statistiker vom 19. Jahrhundert, der hieß Thomas Bayes. Und dies ist eine bayesische Statistik und die ist stochastisch, das heißt, es geht um Erfahrung, wo diese ganze Geschichte mit Spielstatistik herkommt. Darum auch Monte Carlo Sampling und Leute, die sich mit Wirtschaftsveränderungen benutzen, auch basische Statistik. Ich verstehe ja auch nichts davon, aber das ist, was hier angewendet worden ist in komplizierten Computerprogramme, um diese komischen Veränderungen an diesen Genen hier irgendwie zu verstehen. Und so eine Abbildung kann ich auch nicht verstehen, das ist ungefähr die Häufigkeit, wo diese Dinge auftraten und ob sie vereinzelt oder miteinander einhergingen. Und dann hat man dann versucht, Muster zu erkennen, die von prognostischer Bedeutung sind. Und da diese Studien schon alle längst abgelaufen sind und die meisten dieser Patienten schon verstorben sind, ist dies eine retrospektive Analyse. Und hier ist der P53, das kennen wir alle. Sieht gar nicht so schlimm aus, aber es kommt darauf an, ob der Karyotyp, das heißt, ob Chromatinveränderungen vorhanden sind, die komplex sind oder nicht komplex. Das macht die ganze Sache viel schlimmer. Hier sind Genfusionen, die bei Translokationen vorkommen,
oder wenn die nicht vorhanden sind. Und ich bin da auch überfordert, aber die Leute, die sich mit solchen Sachen, und ich glaube, der Durchschnittshämatologe kann das kann ja auch nicht mithalten. Aber darum ging es hier. Und dann hat man versucht, diese Veränderungen zu klassifizieren, ob sie fürs Überleben von Bedeutung waren. Und hier sind solche Sachen, Kombinationen von Mutationen, die hier stattfanden, scheinen eine prognostische Bedeutung zu haben. Und anscheinend haben die Therapieformen hier nicht als Störvariable gedient, was darauf hinweist, dass die Therapien alle wahrscheinlich nicht sehr viel taugen. Sonst wäre das vielleicht der Fall gewesen. So, das ist, was hier gemacht worden ist. Dies ist eine Analyse von somatischen Treibermutationen in 1500 Patienten mit AML. Und die Autoren, die diese Mordsarbeit hier geleistet haben, hoffen jetzt, dass in prospektiven Anwendungen von dieser Klassifizierung, dass man dann Aussagekraft hat, was mit diesen Patienten passiert, was ziemlich heterogen ist. Wow. Nächstes Thema ist COPD. Hier kennen wir uns ein bisschen besser aus. Und chronische obstruktive Lungenerkrankung und beruht auf Rauchen. Wir haben schon die Gold-Klassifizierung und die Bedeutung von FEV1 schon durchdiskutiert. Und was hier mit den Alveolen passiert und die Rolle von Elastasen und Matrix-Metalloproteinasen und ähnliches ist Ihnen bekannt. Und diese Gold-Leitlinien kann man sich ziemlich einfach merken. A, B, C, D hat zu tun, wie schlimm FEV1 ist im Prinzip. Und dann kann man auch heranziehen eine symptomatische Skala, die heißt CAT. Und die haben wir auch schon mal diskutiert. Husten Sie und wie häufig? Ich kann jetzt leider nicht lesen hier. Da oben ist es kaum besser. Aber es ist so eine Schwergradigkeit, Symptomatik-Skala. Und dann kann man hier das in Punkten auswerten. Und dann geht es darum, ist der CAT-Wert unter 10 oder über 10 und ähnliches. Und so kann man die Schwergradigkeit der Symptomatik gleichzeitig dann mit einbeziehen mit der Schwergradigkeit der obstruktiven Lungenerkrankung. Und was wir auch schon gelernt haben, ist, was haben wir diesen Patienten zu bieten? Langfristig wirkende Beta-2-Mimetika, sogenannte LABAs, Long-Acting Beta-Agonist, und langwirkende Acetylcholinergika, und die laufen unter der Abkürzung LAMAs. Und dann kann man sich überlegen, LABAs plus Corticosteroide, inhalierte Corticosteroide, oder LABAs plus LAMAs oder ähnliches. Und darum ging es hier. Und wir wissen, dass die Anzahl der rezidivierenden Exazerbationen, dass diese Patienten haben, jedes Mal, wenn sie wieder eine Lungenentzündung haben, im Krankenhaus landen, das hat einen großen Einfluss auf den Verlauf dieses Krankheitsbilds. So hätte man gerne rezidivierende Episoden vermieden, wenn möglich. Und das war die Fragestellung in dieser Studie. Und dann hat man Patienten ausgewählt mit ziemlich schwerer COPD. Und die sind dann randomisiert worden zu entweder LABA plus LAMA. Und diese Präparate, die hier angewendet worden sind, heißt in der kann es gar nicht aussprechen, aber also können Sie selber lesen, dieses Beta-2-Mimetikum und dieses Acetylcholinergikum und oder Salmeterol, das ich eher noch kenne, plus Glucocorticoid. So, das waren die beiden Vergleichsgruppen. Und wenn wir die Ausgangswerte angucken, sehen wir, dass hier FEV1 ist schon ziemlich eingeschränkt und wie lange die COPD haben und ob sie noch rauchen und viele tun es noch und ob sie männlich oder weiblich sind, diese Sachen waren in beiden Gruppen gleich.
Und wenn wir uns hier dies angucken, hier sind die Leute mit schwerer COPD und, oder moderater COPD oder sehr schwerer COPD. Und es sieht so aus, als würde LAMA plus LABA ein besseres Ergebnis erzielen als LAMA plus Salmeterol. Quatsch. Salmeterol plus Glucocorticoid. Und wenn wir uns den Unterschied sehen, liegt das so unter 10%. Das heißt, number needed to treat, um Rezidiv zu vermeiden, ist vielleicht nicht so eindrucksvoll. Aber gerade wenn die Leute schon sehr fortgeschrittene COPD, sehen wir da wenig Unterschied. Und hier ist so ein Manhattan-Plot, kann man sich angucken, ob da irgendwelche Untergruppen, wo es funktioniert hat oder nicht, oder wie gut es funktioniert hat. Und das ist da dargestellt, aber es sieht so aus, als würde diese Kombination besser fahren als diese Kombination für beinahe allen Untergruppen. Und was mich interessiert hat, ist, es ist ja bekannt, dass inhalierte Steroide erhöhen das Risiko, Pneumonie zu bekommen. Und das scheint hier auch der Fall zu sein. Wir sehen hier bakterielle Infekte von den oberen Atemwegen. 7% hier, 10% da. Und in den unteren Atemwegen, das heißt Pneumonie, 4,9% gegen 5,8%. Das ist nicht ein dramatischer Unterschied, aber es sieht so aus, als könnte es ein Unterschied sein. Und das geht so in die richtige Richtung. So könnte man sich vorstellen, dass diese Kombination besser therapeutisch wirksam ist für solche Patienten im Vergleich zu dieser Kombination mit dem inhalierten Steroid. Nächstes Thema ist Vorhofflimmern. Das haben wir auch schon häufig diskutiert, so brauche ich nicht darauf weiter einzugehen. Und es geht um zwei Methoden, um Ablationen durchzuführen für Vorhofflimmern. Und ihr kennt euch besser aus mit diesen Sachen als ich sicherlich. Was wird denn hier angewendet? Macht ihr Radiofrequenzablation oder den Trio-Ballon? Beides. Machen beides. Und beide Behandlungen hier sind eigentlich ziemlich anspruchsvoll und aufwendig. Es gibt Richtlinien, die vorschlagen, dass dies vielleicht Patienten angeboten werden sollte, die rezidivierendes Vorhofflimmern, das symptomatisch ist und das mit Medikamenten schwer behandelbar ist. So muss man hier auf der venösen Seite reingehen, da muss man ein Loch machen in den Vorhofseptum und dann kann man entweder diesen Lasso-Katheter da reinlegen und diesen Ballon aufblasen und dann werden die Pulmonalvenen so gefroren. Habe ich das richtig? Ihr fängt an zu schmunzeln, das würde ich. Ja, ich glaube, ihr solltet das auch so machen. Oder man macht das gleiche Verfahren und dann hat man Lasso-Katheter und dann hat man diesen, eigentlich dann hat man diesen zweiten, diese ist wohl ein Messkatheter, sodass man sehen kann, was hier los ist. Und dann wird durch Hitze, Radiofrequenzsignal, werden diese Arealen dann in einer kreisförmigen Art und Weise verbraten. Und wenn man das so anguckt, könnte man sich ja vorstellen, Mensch, die sieht ja ein bisschen mehr tricky aus als dies hier oben. Und das ist auch der Fall. So ist dies vielleicht schneller durchzuführen. Und dies hier, aber dies hier unten, hier oben muss man mehr Fluoroskopie machen, sodass man sehen kann, wo der Ballon ist. Und hier wird man ja gesteuert von diesem Lasso-Katheter. So ist die Menge der Anbestrahlung, die man kriegt, mit dieser Methode vielleicht weniger als bei dieser Methode. Und hier sind die Leute, 376 in einer Gruppe und 374 Patienten in der anderen. Und hier sind die Ausgangswerte und die sind nicht signifikant unterschiedlich. Wie viele Diabetiker und wie viele Leute hatten chronisches Nierenversagen und wie viele Leute hatten dieses und jenes und ob sie Herzinsuffizienz hatten, ja oder nein, Chad Scores und so weiter. Und da ist kein signifikanter Unterschied hier zu erkennen
zwischen diesen beiden Methoden. Das heißt, eine ist so gut wie die andere. Stimmt ihr dazu? Okay. Also es gibt so ein bisschen unterschiedliche Kommunikationen. Die einen mehr Kommunikationen, die anderen andere. Also mehr Perikardtamponaden mit Radiofrequenz. Das stimmt, mehr Perikardtamponaden mit Radiofrequenz. Aber die Kryoablation hat auch ein Problem. Da wird der Nervus phrenicus gefroren. Und das ist ein bisschen blöd, nämlich dann kann man das Diaphragma auf einer Seite nicht ordentlich anheben. Aber das passierte viel weniger, als schon beschrieben worden ist, in anderen Abläufen dieser Art. Und es war in der Tat der Fall, dass Kryo ist schneller, aber man kriegt mehr Bestrahlung. Und ich glaube, ich Perikardtamponade will ich auch nicht haben. Aber ich hatte ganz gerne, dass beides gleich relativ noch bewegen, wenn die Geschichte vorbei ist. Nächste Thema ist in der New England Journal und auch ziemlich publiziert. Und hier geht es um neurometabolische Erkrankungen. Und das sind ziemlich unglückliche Erkrankungen, die Kinderneurologen beschäftigen. Leukodystrophien und Morbus Fabry kennen wir ja, Morbus Gaucher vielleicht auch. Und dann diese anderen Sachen kennen wir nicht, weil wir nicht damit konfrontiert sind. Aber häufig treten diese Sachen auch bei normalen Eltern. Man kann keinen Erbgang feststellen. Und früher stand man da wie der Ochs vorm Berg und konnte nicht weiterkommen. Aber jetzt kann man ja das ganze Genom abklappern oder wenigstens alle Exons. Und das ist, was hier gemacht worden ist mit Total Exon Sequencing. Und hier waren 41 solche Kinder mit irgendwelchen schweren neurologischen Defekten oder auch Stoffwechselprobleme, die nicht einzuordnen waren. Und hier hat man genomweite Exon-Sequenzierung durchgeführt in der Suche nach Mutationen, um die Ursachen von diesen Syndromen feststellen zu können. Und man kann den Eltern einfach nicht erklären, pass mal auf, wir machen dies nur, weil wir neugierig sind, was wohl die Wahrheit entspricht. Aber man hofft dann, vielleicht irgendeinen metabolischen Ablauf zu finden, sodass man Diät ändern könnte oder irgendwas machen könnte, was vielleicht dann irgendein Einzelkind helfen würde. Das ist die Hoffnung. Das ist, was gemacht worden ist. Und Donnerwetter, man hat hier auch, man war auch fündig, 41 solche Patienten, wo ein unbekanntes Syndrom vorlag, das nicht einzuordnen war, klinisch und keinen Erbgang festzustellen war. Und man hat diese Kinder abgeklappert und man hat hier 32 Diagnosen gestellt. Und von diesen Genen habe ich auch keine Ahnung, aber wenn man sich damit beschäftigt, kann man sich vielleicht das angucken. Diese Sachen sind neu. Und ob beide Eltern normal sind oder ob Heterozygot, homozygoter Erbgang, ähnliches kann man hier feststellen. Und das wird hier dann, ob es eine Laserrahmenverschiebung oder Splice-Site-Mutationen, Missense, Nonsense und so weiter, wird hier alles beschrieben. Und diese Gene sind mir überwiegend unbekannt. KRAS kenne ich. Und hier ist ein Kaliumkanal. KCNQ2 ist ziemlich bekannt. Und naja, also man hat viele dieser Kinder mit diesem Zugang aufklären können, was mit denen los war. Und so wird man diese Syndrome wahrscheinlich in der Zukunft dann letztendlich auch diagnostizieren können. Nächstes Thema hat zu tun mit Nierenschädigung bei Knochenmarkstransplantationen. Das ist ziemlich häufig. Und eines der Krankheitsbilder, die bei Knochenmarkstransplantationen aufkommt, ist Transplantat gegen Wirt-Reaktion und die unterschiedlichen Zytokine, die da involviert sind und wie diese armen Menschen dann aussehen, wollte ich Sie nur daran erinnern, weil das häufig zu Nierenschädigung führt. Und man muss sich vorstellen, 50.000 Leute in den USA werden Knochenmarkstransplantiert. Die meisten kriegen ihr eigenes Knochenmark zurück
und andere künftigen Knochenmark von anderen Spendern. Und wenn es eine allogene Knochenmarktransplantation ist, dann ist die Chance, akutes Nierenversagen zu kriegen, 35%. Und bei sonstiger Knochenmarktransplantation vielleicht 10%. Und früher hatten wir die Vorstellung, das ist wahrscheinlich meistens ein Problem von Cyclosporin. Und das ist eigentlich nicht der Fall. Anzahl an Leuten, die dann auf der chronischen Dialyse landen, von diesen Patienten, ist ungefähr 4%. Das ist ziemlich hoch. Und das wird hier diskutiert. Und was diese Leute dann kriegen nach Knochenmarkstransplantation, ist hepatovenöse thrombotische Krankheit. Das heißt, ja, wie haben wir dann das früher noch genannt? Bucciari-Syndrom, das ist ziemlich häufig. Dann ein ganzer anderer Haufen kriegt Transplantat gegen Wirt-Reaktion. Andere kriegen BK-Virus. Andere ist die Medikamente, die sie bekommen, die Cyclosporin direkt nephrotoxisch. Hämorrhagische Zystitis kommt auch vor nach Cyclosporin. Also das wird hier alles diskutiert. Und auch die Muster, an was man in den Nierenbiopsien dann sieht bei diesen Patienten, die können wir hier erkennen als interstitielle Nephritis, könnte auch Cyclosporin-Nephrotoxizität sein. Hier ist ein Beispiel von membranöse GN, aber Minimal Change kommt auch vor und FSGS kommt auch vor, aber hier ist ein Beispiel von membranöser GN. Hier ist ein Beispiel von thrombotischer Mikroangiopathie und dieses hier hat ein bisschen chronischer Verlauf. Und hier ist ein Beispiel von BK-Virus. BK-Virus ist ein Polyoma-Virus, das sieht so aus. Und der Patient, seine Initialien waren BK. Darum heißt das BK ein bisschen blöd, finde ich, aber es wird BK-Virus genannt. Das ist auch ein ähnliches Virus, das auch nach einem Patienten genannt ist. Das heißt JC-Virus. Also dies ist ein Polyoma-Virus und wenn das auftritt, jetzt gibt es spezifische antivirale Medikamente, sonst mussten man Immunosuppression einfach absetzen und dann ging das weg. Aber jetzt gibt es spezifische antivirale Medikamente, die man hier anwenden kann. Und darum geht es in diesem Übersichtsartikel und wahrscheinlich seht ihr auch solche Patienten, da muss man mit denen irgendwie fertig werden. Komplizierte Geschichte. Dies ist der Patient von letzter Woche, wo wir dieses EKG hier beurteilen sollten und dieser Patient war natürlich ein Dialysepatient, der hat seine Paratyroidea rausgenommen bekommen wegen Hyperparathyroidismus und dann hat er hungrige Knochen gekriegt und Hypokalzämie und dann ist er nicht zur Dialyse erschienen, so hat er Hyperkalämie, aber seine Phosphatspiegel waren nicht niedrig, wie es stand in der Fragestellung, die waren eigentlich hoch, der hat ein Phosphat von 6, wie ich hier erfahren habe. Dann wurde er dialysiert und dann war sein EKG ein bisschen vernünftiger. Dann war dieser Patient in New England Journal als Abbildung und der ist kurzatmig und hat dieses laute Herzgeräusch, systolisches Geräusch und kriegt ein Echo und wir können hier sehen, der hat ein VFD und ich finde dieses EKG ist natürlich 25 mm AG, Quatsch, 25 mm pro Sekunde. Dies ist gar nicht so trivial, dieses EKG. Man muss es verdammt vorsichtig angucken, aber der ST-Streckenhebung in 2, 3 und AVF nicht so eindeutig. Und reziproke Veränderungen hier in AVL. Und der hatte seine rechte Krankheitshälfte war zu. Und der hat diesen VFD und der ging dann zur OP, aber es ist ihm nicht gut gegangen und ist er verstorben. Dann war diese Frage im New England Journal, hier ist ein Patient, der hat andauernd hohe Neutrophilenzahlen und ist 29 Jahre alt und hat ein bisschen Asthma und ist Raucher und dann wird man gefragt, was ist mit dem los? Hat er hereditäre Neutrophilie oder hat er Bronchiektasen oder hat er irgendeine Leukämie und eigentlich die richtige Antwort ist, das ist ein Folgen von Zigarettenrauchen und Zigarettenraucher haben häufig Neutrophilie.
nicht massiv, aber Neutrophilenzahl etwas erhöht. Dann der Fall im New England Journal war dieser, und ich wusste nicht, was diese Patientin hatte. Sie ist eine 60-jährige Ex-Raucherin, aber hatte eigentlich nicht sehr viel geraucht, war einmal gesund und wird dann progressiv kurzatmig und kriegt dann auch Fieberepisoden, geht zum Doktor und kriegt ein Röntgenbild und es sieht eigentlich okay aus und kriegt Antibiotika und wird ein bisschen besser und wird ein bisschen schlechter und alles wird über die Wochen schlechter. Und dann gucken wir uns hier diese Werte hier an und es sieht eigentlich aus wie COPD. FEV1 wird immer, fällt ab, gesamte Lungenkapazität steigt an, aber was nicht eindeutig klar ist, die kriegt ein bisschen Kohlenmonoxid zu einatmen und die hat eine Diffusionskapazität, ist ziemlich stark verringert und 6 Minuten G-Test, die sind Fuß, nicht Meter, also die ist ziemlich stark eingeschränkt. Okay, und hat eine Sauerstoffsättigung von so 90% bei Raumluft, das heißt, hat ein PO2 von 60 und wir sollen sagen, was mit der los ist. Du kriegst sie hier leider Tests und Leukozyten sind vielleicht ein bisschen erhöht, aber nicht so eindrucksvoll. Hat eigentlich keine Eosinophilie, C-reaktives Protein ist hoch und hat Antikörper gegen Aspergillus und diese, ich weiß gar nicht, was das ist, aber das hat er auch. Und diese anderen Sachen sind eigentlich nicht so eindrucksvoll, meines Erachtens. Und sie hat keine IgG4-Krankheit. Das ist niedrig. Und dann kriegt sie ein CT und sie soll ein bisschen Bronchiektase aufweisen, aber ich habe sie nicht erkannt. Kann damit nicht so viel anfangen. So wird das diskutiert, weil dies immer progressiv so weitergeht. Und der Arzt, der dies diskutiert, schlägt vor, sie könnte eine Bronchiolitis haben. Und das sind die kleinen Atemwege, die sind unter 2 mm im Durchmesser. Das sind die ganz kleinen, bevor man zu den Alveolen kommt. Das kennen wir bei kleinen Kindern durch respiratorisches Syncytium-Virus, RS-Virus, Bronchiolitis ist ziemlich häufig bei denen, aber bei Erwachsenen ist mir das gar nicht so bekannt. Abgesehen von Patienten mit Rheumatoid-Arthritis und Patienten, die NO2 einatmen oder irgendeine Noxe, Silo-Fillers Disease, das sind diese großen Ansammlungen, wo man Getreide sammelt und da kann sich NO2 ansammeln und wenn die armen Bauern das einatmen, dann kriegen die Bronchiolitis und das kann auch tödlich sein. Aber das hat sie alles nicht und das wird diskutiert und dann letztendlich kriegt sie eine Lungenbiopsie und das zeigt, dass dieses eine obliterative Bronchiolitis, aber kein Schreck, die Ursache war nicht bekannt. Also das ist eine idiopathische, obstruktive Bronchiolitis, was diese Frau hier hat. Sieht so aus, als wäre es da vielleicht auch ein bisschen Tendenz zur Granulombildung, aber also das ist eine idiopathische, obstruktive Bronchiolitis. Und dann hat man ihre Lungen rausgenommen, was man ja durfte, weil man eine Transplantation durchgeführt hat. Und dann sieht das Gewebe so aus. Und da ist auch Obstruktion und sind auch Alveolen zerstört, aber es geht um diese kleinen Atemwege, die mikroskopisch verändert sind durch einen Ablauf, der eigentlich nicht bekannt ist. Das hatte die. Dann in Lancet, das Thema ist wieder mal globale Krankheitsbelastung, aber in diesem Fall jüngere Menschen. Und hier sind die Todesursachen von Prinzip Kindern, 10 bis 14, 15 bis 19, 20 bis 24, wie das so aussah 1990 und jetzt 2013. Alles, was mir eingefallen ist, ist, Schwimmstunden wäre eine gute Idee, das ist ziemlich häufig, und Verkehrsunfälle zu vermeiden, wäre auch eine ziemlich gute Idee. Und sonst diese anderen Sachen, Tuberkulose und AIDS und Gewalt und ähnlich, aber Gewalt, da könnte man natürlich was machen und mit Schwimmstunden wäre eine gute Idee und Verkehrsunfälle zu vermeiden. Da können wir sehen, was hier passiert ist und unsafe Sex ist stark angestiegen bei den Jugendlichen. Alkoholgenuss ist ungefähr gleich geblieben. Sind auch ein paar Sachen hier besser geworden. Intimate Partner Violence
Naja, sind nicht so viel besser geworden. Aber Eisenmangelanämie ist besser geworden. Und also das sind die Tendenzen bei den Jugendlichen und deren Gesundheitsprobleme und was man da vielleicht unternehmen könnte. Dann das nächste Thema wird eingeführt von einer meiner Lieblingsmenschen. Ich habe den mal vortragen hören. Und dies ist Sir Dennis Burkitt. Und der war ein englischer Chirurg. Und im Zweiten Weltkrieg hat er irgendeine Verletzung, so ist er Epidemiologe geworden. Und da er sehr sozial engagiert ist, hat er sich in Afrika im Prinzip niedergelassen und hat da Epidemiologie und hat da Patienten versorgt. Und der hat diese Krankheit beschrieben bei afrikanischen Kindern und das ist das Burkitt-Lymphom. Und da hat er Proben davon nach England geschickt und die Pathologen da, nette Leute namens Epstein und Barr, haben das Epstein-Barr-Virus von diesem Burkitt-Lymphom extrahiert. Und diese afrikanische Form von Burkitt-Lymphom wird veranlasst durch Epstein-Barr-Virus. Jetzt ist Burkitt-Lymphom, das wir hier sehen, ist nicht der Fall. Das andere, was er gemacht hat, ist von ihm kommt die Idee her, dass Ballaststoffe von Kolonkarzinom, den Kolonkarzinom schützen. Und da hat er große Untersuchungen gemacht und das hat er auch in wunderbaren Dias in den 60er Jahren uns gezeigt. Er hat hier diese Stuhle hier fotografiert und gewogen. Und hat Stuhlgang von Europäern verglichen mit den Afrikanern und hat, daher kommt diese ganze Idee mit den Ballaststoffen. Also das war Sir Dennis. Und was Sie über das Burkitt-Lymphom vielleicht wissen sollten, ist, die haben beinahe immer eine Translokation und es geht um Verstellung des MYC-Proteon-Onkogens mit irgendwelchen Immunglobulin-Schwerketten. Und das löst dieses Lymphom aus. Und so sieht das histologisch aus. Ich bin da auch kein Kenner, aber es geht ums Burkitt-Lymphom. Und das sind B-Zell-Lymphome und wie behandeln wir B-Zell-Lymphome? Erbstoff. Und hier die Franzosen wollten wissen, ob das R wirklich hilfreich ist oder nicht. Also diese Leute mit Burkitt-Lymphom haben Rituximab gekriegt oder kein Rituximab. Aber ich dachte, das wussten wir schon. Aber also Rituximab hat zu einem besseren Verlauf geführt als nur Antilymphom-Chemotherapie alleine. Und der Unterschied ist da knapp 10%, so Number Needed to Treat wahrscheinlich so 12 bis 15. Und Nebenwirkungen waren in den Gruppen ähnlich und ich glaube, Rituximab werden wir behalten. Dann das nächste Paper war eigentlich ziemlich interessant und eindrucksvoll und es geht um eine Zelltherapie, Stammzellen, das ist ja ein Schlagwort, alle finden das ganz schick. Und dies ist eine Firma und die, was die machen ist, die saugen den Patienten 50 Milliliter Knochenmark raus und dann züchten sie dieses Knochenmark und sie züchten raus CD14-Makrophagen, das sind sogenannte M2-Makrophagen, die schützen sollen und züchten mesenchymale Stammzellen raus. Und die Hoffnung ist, dass die mesenchymalen Stammzellen Kardiomyozyten bilden und dass die M2-Makrophagen ihnen dabei helfen. Das ist die Idee. Und diese Firma, denen scheint es ganz gut zu gehen und hier sind sie dabei, diese Zellen zu gewinnen und zu züchten. Und wenn sie diese Zelllinien gezüchtet haben, dann werden diese Zellen, dann, wie Sie gleich sehen werden, bei diesen Patienten durch eine katheterbasierte Methode ins Myokard gespritzt. Donnerwetter. Und das ist, was hier gemacht worden ist. Hier haben sie Patienten mit terminaler Kardiomyopathie ausgesucht, aber es war ischämische Kardiomyopathie. In anderen Worten, diese Leute haben ganz schlechte Herz-Kranz-Gefäße. Und sind schon alle Bypass unterlaufen wahrscheinlich und haben eine EF, wie Sie hier sehen können, von 25%. Und dies ist eine randomisierte, kontrollierte, placebo-kontrollierte Studie nach diesem Verfahren. Das heißt, die eine Hälfte hat an ihrem Myokard rumgespritzt bekommen, aber hat keine Zellen gekriegt. Und die andere Hälfte hat diese Zellen gekriegt. Und dann haben sie auch einen Endpunkt ausgewählt.
Und der primäre Endpunkt hier war es, wo steht denn der? Muss ich da irgendwo hier gegeben haben? Ja, Primary Endpoint. Das ist ein Sammelsurium aus Tod, kardiovaskuläre Krankenhausaufenthalte und Fortschreiten der Herzinsuffizienz. Also das ist ein Sammelsurium-Endpunkt. Und hier sehen Sie das Randomisierungsschema und die hoffen, dass diese M2-Makrophagen und diese CD90-positiven MSCs diesen Patienten helfen. Und das ist, was gemacht worden ist. Und hier ist Überleben. Und es läuft, die Studie lief 12,5 Monate. Das ist nicht statistisch signifikant. Aber dieses Sammelsurium-Endpunkt war statistisch signifikant, sodass die Gruppe, die diese Zellen gekriegt haben, einen besseren Verlauf hatten. Die hatten weniger von diesem Sammel-Endpunkt als die Leute, die Placebo gekriegt haben. Das klingt interessant. Und hier können wir die Ereignisse hier uns alle angucken und wie die dann verteilt worden sind in den beiden Gruppen. Und wenn sie statistisch angehaucht sind, dann sollten sie dies vielleicht ein bisschen genauer angucken, als ich das jetzt hier beschreibe. P ist weniger als 0,05. Großer Jubel. Das Problem mit dieser Studie ist, wir wissen nicht genau warum. Weil linksventrikuläre Auswurffraktion sieht so ein bisschen besser aus hier, aber das war nicht statistisch signifikant. 1%. Genau. Und diese Veränderung hier ausgedruckt in Milliliter ist das auch nichts. Geht sogar hier ein bisschen in die falsche Richtung. Und diese linksventrikuläre endsystolisches Volumen auch nichts. Also das ist ein Problem. Und wie die, weit die Leute konnten gehen, wie weit die gehen konnten in 6 Minuten, dieses hoffentlich Meter anstatt Fuß, das war auch nicht unterschiedlich. Und Nilha-Klassifizierung war auch nicht unterschiedlich. Und Sie werden nicht raten, wer die Studie gesponsert hat. Und wir wissen, dass industriegesponserte Studien zu einem zehnfachen höheren Wahrscheinlichkeit zu einem positiven Erfolg führen, als Studien, die von NIH oder DFG oder Wellcome Trust oder National Health Service unterstützt sind. Das soll ich sagen, wie man von Baum an den Patienten, weil das waren jetzt ja alles welche, die schon da... Ja, ich würde denken, diese Leute haben, haben so eine schlechte Blutversorgung von diesen schlappen Ventrikeln, dass diese Zellen wahrscheinlich auch nichts zu futtern bekommen von diesem Blutvergefäßen. Ich hätte wahrscheinlich Leute ausgesucht mit nicht ischämischer Kardiomyopathie, wenn neue Zellen denn helfen sollen, mit offenen Kranzgefäßen. Aber die sind weniger häufig. Diese Patienten gibt es ja wie Sand am Meer. Und die sind weniger häufig. So, aber dies ist ein Anfang und es ist ein Lancet und Sie sollten darüber Bescheid wissen. Aber ich bin es noch nicht überzeugt. Die Firma, die die Zellen herstellt. Und dann hier kommt ein Mensch zum Doktor, 70-jähriger Herr, hat Vorflimmern. Und die gehen, werden dann natürlich alle routinemäßig zum Echo geschickt. Und hier war eine Überraschung. Und der hat diesen Button hier im linken Vorhof, wie da Blut vorbeikam, weiß ich nicht. Aber das war ein Angiomyosarkom im Vorhof. Und fand das ein ganz nettes MRT-Bild. Da ist es. Die Blut da vorbei kam, weiß ich auch nicht. Aber, und, aber der hatte nur Vorhofflimmern. Dann haben sie das Ding rausgenommen und da hat er immer Vorhofflimmern. Und dann hier ist dieser Patient und dies ist so ein Rätselfall. Und Sie sollen mir sagen, anhand dieses konstruierten CT-Bilds, wie das sich anhörte mit dem Stethoskop, was ihr hoffentlich alle noch irgendwie besitzt. Mehr als nur Halsband rumhängen hat. S1 gefolgt von S2 unauffällig, S1 gefolgt von S2 mit dem dritten Herzton, S1 plus S2 gefolgt von einem diastolischen Klopfen und S1 plus S2 gefolgt mit einem Auswurfgeräusch.
Und was wir hier erkennen können, und die sieht so beinahe aus wie so ein, das könnte auch in einer katholischen Kirche so, so ein Bild sein. Und dies ist ein Kranz ums Herz und das ist eine Verkalkung. Und der muss Perikarditis konstruktiva gehabt haben. Und das geht natürlich mit dem Herz und diastolischen Klopfen einher. Und das ist auch die richtige Antwort. 48 Jahre alt und die haben das, spanische Autoren, El Corazón Espinado, The Sacred Heart Wrapped in Thorns genannt. Und das letzte sind diese Hände, finde ich fantastisch. Der Mensch ist nur 59 Jahre alt. Das sind Gicht-Tofi an den Händen, die wir manchmal sehen, aber hoffe ich, Gott sei Dank nicht häufig. Und damit sind wir am Ende. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Nächste Woche geht es dann weiter.